Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal für den Optionshandel. Und heute, ihr seht es hier, Euro, US-Dollar, heute geht es mal darum, wir haben eine Frage bekommen, wie wir mit dem Thema umgehen, amerikanische Werte handeln, Basiswährung Euro, wie geht man damit um, was macht man am Konto? Antworten darauf gibt es im heutigen Video. Also, wir haben eine Mail bekommen aber auch wieder ganz viele Anfragen hier auf YouTube, auf Facebook. Uns gibt es ja auch auf Facebook. Einfach mal nachschauen, Optionsstrategien. Und da kommt auch immer mal die Frage, Mensch Jens, ich habe ein Konto in Euro zum Beispiel jetzt aufgesetzt und jetzt möchte ich amerikanische Optionen handeln. Oder aber ich möchte amerikanische Aktien handeln. Muss ich jetzt das Geld umtauschen oder wie geht denn das? So, und da muss man erstmal Folgendes sagen. Man kann ja, wenn man ein Konto hat, zum Beispiel bei CapTrader, bei Interactive Brokers, bei Lynx Broker oder auch bei vielen anderen Brokern, die in Deutschland beheimatet sind, die aber Handel in den USA anbieten, bei denen kann man Konten in Euro führen. Es gibt natürlich auch Broker in Amerika, Sink or Swim beispielsweise, oder Option House, oder Trade King, oder Trade Station und was es da nicht alles noch so gibt. Bei denen werden die Konten prinzipiell in US-Dollar geführt. Das heißt, da stellt sich diese Frage gar nicht, sondern da hat man eher die Frage nach der Währungsabsicherung. Bleiben wir aber mal hier, dass wir sagen, okay, wir sind in Deutschland angesiedelt oder ihr könntet das jetzt auch in Österreich nehmen oder für unsere Zuschauer aus der Schweiz. Ihr könntet ein Konto genauso zum Beispiel in Schweizer Franken führen. Und jetzt wollt ihr aber in Amerika handeln, ne? Aus verschiedensten Gründen. Wir handeln ja auch sehr, sehr viel in den USA. Und jetzt handelt ihr in den USA und tatsächlich kauft ihr jetzt beispielsweise Aktien. Machen wir es mal ganz simpel. Du gehst jetzt her und sagst, okay, ich will hier 100 Apple kaufen. Und diese 100 Apple, eine Apple kostet, was weiß ich, um die 90 Dollar. Und jetzt muss ich also hier 9000 Dollar für diese Aktien ausgeben. So, jetzt habe ich ja aber nur Euro auf meinem Konto. Wie funktioniert denn das? Und man könnte natürlich jetzt hergehen und könnte sagen, okay, dann tausche ich einfach so viel Euro um, wie ich brauche, um 9000 Dollar zu haben. Aber ihr müsst das gar nicht zwingend tun, denn die meisten Broker und die meisten von euch werden sowieso ein sogenanntes Margin-Konto haben. Das heißt also ein Konto, wo man auf Margin, auf Sicherheitsleistung handeln kann. Und bei denen wird Folgendes passieren. Ihr geht einfach an die amerikanische Börse, also beispielsweise an die NICE, und sagt, okay, ich kaufe jetzt hier diese 100 Stück von Apple. Und dann wird euch der Betrag, die 9000 Dollar, beziehungsweise die dazugehörige Margin, das sind in der Regel so 25%, die wird euch in Dollar als Margin auf dem Konto berechnet. Das heißt, ihr habt dann, machen wir mal, was weiß ich, das wären jetzt von mir 2250 Dollar oder sowas, 2250 Dollar, das wäre jetzt die Margin, und die wird euch also jetzt aufs Konto gestellt oder in Rechnung gestellt. Da ihr selber jetzt keine Dollars habt auf dem Konto, weil ihr ja euer Konto hier in Euro führt, müsst ihr für diese 2250 Dollar Zinsen bezahlen. So, und zwar müsst ihr Dollarzinsen bezahlen. Das liegt momentan roundabout bei 1,5% im Jahr. Das heißt, wir reden hier in so einer Größenordnung von, was sind das ungefähr, so 30 Dollar im Jahr, die ihr etwa Zinsen bezahlen müsstet, damit ihr das hier auf diese Margin angeben könnt oder damit ihr das nutzen könnt. So, es wird euch automatisch abgebucht, müsst ihr nicht überweisen oder so, es wird automatisch gemacht. Das ist eigentlich so der Weg, den ich beschreite, nämlich, dass ich sage, okay, ich führe mein Konto in Euro und lasse dann meine Margin in Dollar laufen. Wenn ihr natürlich jetzt Folgendes macht, nämlich, dass ihr zum Beispiel Optionen handelt und ihr macht beispielsweise eins, ihr würdet jetzt hier nicht 100 Apple-Aktien handeln, sondern ihr würdet zum Beispiel eine Apple-Option handeln und mal angenommen, ihr verkauft die, also ihr seid zum Beispiel bullish auf die Apple und ihr würdet einen Put verkaufen. So, und der Put bringt euch von mir aus 200 Dollar ein. Und dann passiert Folgendes. Dann müsst ihr natürlich hier für diesen Put auch Margin hinterlegen. Die fällt wieder in Dollar an, aber
Ihr habt natürlich auch gleichzeitig $200 Cash auf euer Konto gebucht bekommen. Ne? Das heißt also, plötzlich sind $200 auf euer Euro-Konto gewandelt. Und wenn ihr permanent amerikanische Optionen verkauft, wann rutschen permanent Dollars auf euer Konto? Und ich persönlich gehe dann ganz einfach her und lasse diese Dollars stehen, weil das reduziert natürlich dann meine Margin-Verbindlichkeiten. Weil wenn ich eben jetzt diese beiden Positionen hätte und habe jetzt hier $200 bekommen, dann oder hätte jetzt mal irgendwie aus dem Trade $200 drauf, dann habe ich eben hier bloß noch 2050 Dollar, Dollar, die mir in Rechnung gestellt werden als Margin. Als Margin, nein, das ist falsch. Mir werden immer noch 2250 in Rechnung gestellt, aber da ich $200 Cash auf meinem Konto habe, Dollar, muss ich nur für 2050 Kreditzinsen bezahlen. So, und wenn man das halt sehr, sehr häufig macht, hat man dann eigentlich immer eine ganze Menge Dollars auf seinem Konto liegen, wofür man dann eben keine Zinsen in der Margin bezahlen muss. Und ich schaue mir dann ganz einfach den übergeordneten Trend des Euro gegen den Dollar an. Also ich bin da nicht so am täglichen Hin- und Her-Tauschen, sondern ich sage, wie es zuletzt jetzt war, in den letzten Monaten, wo ja der Dollar deutlich gegen den Euro gewonnen hat, da habe ich die Dollars einfach behalten. Sollte jetzt beispielsweise der Euro wieder stärker werden gegen den Dollar, dann würde ich einfach in einem regelmäßigen Abstand einmal im Monat, einmal alle 3 Monate ganz einfach die Dollars umtauschen wieder in Euro. Letztendlich muss man eins ganz klar sagen, aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist es gar nicht so schlimm, wenn er da ein paar Zinsen heutzutage bezahlt. Vor ein paar Jahren war das noch anders, da hat man 5, 6, 7, 8% bezahlt. Da musste man schon genau hinschauen. Aktuell interessiert das eigentlich kaum jemanden und ich würde auch immer meine Währung oder meine Konten immer in der Währung führen, in dem Land ich lebe, beziehungsweise in der Währung, wie ich meine Rechnungen bezahlen muss. Das heißt also, wenn ich in Europa lebe, wenn ich den Euro als Zahlungsmittel habe, dann lasse ich auch mein Konto in Euro, weil ich hier entsprechend alles davon auch in Euro bezahlen muss. Ich möchte mit meiner Gesamtkontowährung keine Währungsspekulation machen. Wenn ihr jetzt ein Konto in Amerika habt und ihr müsst in Dollar führen, dann müsst ihr unter Umständen hedgen. Und das heißt, das kann man dann über Euro-Futures machen, über Euro-Forex-Produkte und so weiter. Aber wenn man es langfristig betrachtet, gibt es gar nicht so diese extremen Währungsschwankungen. Das heißt, als Investor, wenn ich also ein Langfrist-Aktienportfolio habe und ich kaufe amerikanische Aktien, ich kaufe die immer nur in Amerika, niemals in Deutschland. Also eine Apple würde ich immer nur in Amerika kaufen. Ich würde niemals die Apple-Notierung in Frankfurt kaufen, sondern immer nur in Amerika. So, und wenn dem so ist, dann behalte ich auch die Aktien in Amerika, lasse mir die amerikanischen Dividenden da auszahlen und die werden ja ganz normal hier auch gut geschrieben, entsprechend versteuert und so weiter. Und da mache ich also gar nicht so viel drumherum, weil gerade als Langfristinvestor ist die Währung das eigentlich, wo man sich am allerwenigsten Gedanken machen müsste oder sollte. Denn wenn man sich auch jetzt gerade mal einen Langfristchart des Euros anschaut oder auch der D-Mark vielleicht noch dazu, dann sieht man, dass es immer wieder, es wird immer so gesagt, ja, der Dollar hat so massiv abgewertet, aber das heißt, ja, vielleicht gegen Gold abgewertet oder gegen irgendwas anderes. Aber wenn man es mit dem, zum Beispiel jetzt mit dem Euro und seinem Vorgänger, der D-Mark für uns Deutsche jetzt hier mal vergleicht, dann waren das eigentlich immer Schwankungen, wo man sagen könnte, auf 10, 15 Jahre hat sich das immer ausgeglichen und deswegen lege ich persönlich gar nicht ganz so viel Wert darauf, jetzt immer jede kleinste Bewegung, jeden kleinen Zucken im Euro-US-Dollar auf meine Konten abzusichern. So, das war es heute mal zum Thema Währungen. Wenn ihr euch mehr zum Thema Währungen interessiert, wie man Währungen handeln kann, mit Hilfe von Optionen, CFDs oder was auch immer, ETFs, dann schreibt mir die Fragen hier in den Kanal hinein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin eine erfolgreiche Handelswoche. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.